Wir gucken mal das hier an. Ja, komm Junge, hör auf so zu tun, als ob das witzig ist. Du wurdest einfach gebachbett, gib's zu. ABK hat jetzt mittlerweile 1 Million Abonnenten. Gegen Stay, let's go. Der YouTuber ABK hat nun für sein aktuelles Video einen Community Strike kassiert. Ich hab fast den Jungen geknackt und bin gesperrt, weil er provoziert, gesperrt zu werden kann. ABK hat einen weiteren Strike bekommen. ABK versus Michael Adrian. Weil ABK ein Video gemacht hat, gibt es keine öffentliche Entschuldigung. Das hat die Folge, dass ABK jetzt eine Woche lang keine Videos oder Livestreams auf seinem Kanal veröffentlichen kann. Ja, Leute, was geht auf jeden Fall noch? Wie random einfach dieses Intro ist. Also wirklich, AWK, ganz kranker Typ. Neues Video, es geht nämlich wieder mal um ein... Warte mal. Warum bist du wie dich eigentlich tragen? Ja, Leute, was geht? Für mein letztes Video habe ich ja kurzfristig einen Strike kassiert gehabt, wegen pornografischer Inhalte. Ich glaube, YouTube wollte mir damit sagen, dass ich einfach zu hart gebachbert habe und einfach Vergewaltigungen auf YouTube nicht erlaubt sind. Also habe ich dieses Video genommen und auf einer angemessenen Seite hochgeladen. Die fruchtigen Spritzer unter... Hat er das wirklich gemacht? Hat er wirklich das Video auf Pornhub hochgeladen? Wenn ja, dann natürlich eine ganz stabile Sache. Ja, er hat wirklich... Also habe ich dieses Video genommen und auf eine ange... Es hat aber noch null Views. Ja, ABK Milf Hunter einfach. Fat Arabic Guy who loves McDonald's. Feist German Nerdy Student after school. Alter, was ist das bitte? Geisteskranker Typ. Am besten Seite hochgeladen. Die fruchtigen Spritzer unter euch, die mal nachts des Öfteren auf anderen Portalen unterwegs sind, werden diesem Video sicherlich auch begegnen. Aber wisst ihr, was ich so geil finde? Den ersten Strike habe ich kassiert wegen Belästigung. Den zweiten Strike wegen pornografischer Inhalte. Wer kennt übrigens die Hintergrundmusik? Tobi schreit gerade. Typisch, ey, ich wollte es gerade auch sagen. Ich hab's geschafft, ich bin offiziell ein richtiger Nafri. Bewerbung für die Kölner Silvester nach dieses Jahr, ich wurde schon angenommen. Wisst ihr auch, was nachgekommen, weil Video gestrikt wurde? Ich lag so mit, ich sehe so, Strike mit pornografischer Inhalte. Und ich dachte so, ey, Lachkick, die Bastarde, bestimmt so irgendwelche Leute haben Video gesehen, dachten sich, boah, geil, der hat den gefickt, Alter. Und dann haben die einfach so gemeldet. Kann mir einer erzählen? Wie ein Mensch, warte. Nur mal so, das ist mir gerade aufgefallen. Kann man erzählen, wie ein Mensch auf seinem Bildschirm so viele Dateien drauf haben kann? Auf seinem Desktop? Wie will man sich denn zurechtfinden? Ich finde schon das, was ich habe, schon viel zu geisteskrank. Und da habe ich hier nur so ein Drittel oder nur so ein Viertel habe ich so eingedingst. Was ist denn das? Alter, das ist ja wirklich, das kriegst du ja Augenkrebs. Strike mit pornografischer Inhalte. Und ich dachte mir so, ey, Lachkick, die Bastarde, bestimmt so irgendwelche Leute haben Video gesehen, dachten sich, boah, geil, der hat den gefickt, Alter. Und dann haben die einfach so gemeldet wegen pornografischer Inhalte. Aber in diesem Video soll es ja um Stay gehen. Er hat recht. Der YouTuber mit der Fake-Lache, es war gerade eine Umfrage gestellt. Bekannt als unser Poeten. Hey, wobei Ivo ist doch selber. Warte mal, Ivo, du kannst doch selber eine Umfrage machen. Du bist ja selber Mod. Mit LAS will der mir hier seine intelligente Sprüche raushauen, weiß aber nicht einmal, wann man Adjektive als Substantive verwendet. Persönlich fand ich das zweite Video von Stay gar nicht mal so gut, weil er weniger Argumente... fand ich halt nicht mal so gut. Ey, ist die schön, dass du da bist, Bruder. Ich fand es halt auch nicht mal so gut, weil ich feiere das immer, wirklich. Wenn jemand anfängt zu reden und man denkt einfach, er sagt, ich fand das ehrlich gesagt... ziemlich gut. Und also ich fand es eigentlich noch nicht mal so gut. Du nimmst dann jedes Mal die Ehre, obwohl du denkst, dass da was anderes kommt. Ich fühle das. ...geliefert hat und versucht hat, die ganze Kritik mit bloßem Lachen zu überspielen. Egal, wir hören jetzt mal diesem hochintelligenten Professor, der immer recht hat, zu. Kata 2 hier, das Video von ABK wurde gerade entfernt. Weil wir aber trotzdem alle Stays Reaktion darauf sehen wollen, habe ich das Video von ABK unkenntlich gemacht. Ich bin es gewohnt, auch Spiegel TV, wenn die Doku über mich machen, Silvesternacht, alles, werde ich immer unkenntlich gemacht. Das ist gar kein Problem, man erkennt mich trotzdem. Das Ganze, was jetzt mal Michael Adrian mir angetan hat, diese Strike-Sache, hat er so gesehen relativiert. Der Michael Adrian hat ein Recht auf den AVK zu Strike. Aber jetzt auf einmal, wo der gesehen hat, dass mein Video so gesperrt wurde, kriegt er richtig Eierflattern, direkt sein Video zensieren und trotzdem Hochladenreaktion. Eigentum, ja, als hast du Schuss bekommen, ne? Wir bleiben aber freundlich, ich sage ganz ehrlich, ich will niemanden persönlich angreifen, das ist nicht meine Intention. Wir lassen uns also nicht provozieren mit Beleidigungen, wir machen sowas nicht.
Wenn du doch jetzt deiner aufgesetzten Professionalität wie sonst immer nachkämst, dann wäre doch jetzt so eine Vorwarnung gar nicht nötig. Das ist doch klar, dass sich ein Stay nicht provozieren lässt oder so. Hab ich dich irgendwie getriggert, so wie ihr sagt? Bin ich gerade in meiner Großfamilie oder bei einem seriösen Netzwerk? Das Netzwerk hat dich gefragt, die Probleme telefonisch zu klären und das ist unprofessionell. Also ich würde behaupten, die zeigt, dass die bereit sind, mit dir zu sprechen, um zukünftige Probleme mit Strikes und Claims zu klären. Ich hätte nicht gedacht, dass du immer noch nicht verstehst, worum es geht. Hey, wisst ihr, was das Problem jetzt bei dem Typen hier ist? Ich habe extra jetzt so gemacht, weil Spucken war ja zu asozial. Ich finde es tatsächlich wirklich relativ asozial, wenn man gegen Bildschirm rotzt, aber ich verstehe, es geht ja eigentlich darum, dass ABK ohne Grund gestrikt wurde. Wegen pornografischen oder sexuellen Inhalten. Eigentlich geht es nicht eigentlich nur um den Punkt, dass er aufgrund dessen gestrikt wurde. Und das komplett ohne Grund. Und ich glaube, Stay versteht das nicht, dass es eigentlich darum geht. Also irgendwie habe ich so langsam das Gefühl. Also ich kann es mir so langsam nicht mehr vorstellen. Ich finde das einfach nur schwierig. Perplex, grüß dich. MPLP, moin. Ach, richtig asozial, ne? Das ist doch mein PC. Das Problem bei diesem Stay ist einfach, dass er dieses Videosperren-Striken für als was Normales empfindet. Aber Fakt ist, dass es das eben nicht ist. So wie in meinem Fall. Natürlich gibt es Videos, die man sperren sollte und sperren muss. In meinem Fall war das ganz einfach immer noch Stay. Nur, damit ich meine Fresse halte und nicht mal weiterrede. Und bis heute kein Netzwerk, braucht man alles nicht. Ich unterstütze, was er sagt. Man braucht kein Netzwerk. Ich habe auch keinen Netzwerk. Einfach Widerspruch. Er sagt selber noch vorhin, telefonier doch mit dem Netzwerk. Die wollen ja was mit dir klären. Aber direkt danach sagt er noch, man braucht keine Netzwerke. Warum soll ich dann aber mit einem Netzwerk telefonieren? Das machen wir auf Instagram solidarisch, aber unterdrücken die Meinung der anderen. Ach Gott, Black Lives Matter Post zu nehmen, um dann zu sagen, dass man genauso unterdrückt wird, finde ich nicht gut. Wo habe ich gesagt, dass ich, sagen wir jetzt wie Black Lives, unterdrückt werde? An dieser Stelle wollte ich einzig und allein klarstellen, dass mich diese Doppelmoral, diese verheuchelte Scheiße von Tube One abfuckt. Aber du als ein Heuchler checkst sowas nicht. Mir ging es nämlich darum, so sagen wir solidarisch zeigen, Dinge unterstützen, aber auf der anderen Seite Dinge unterdrücken. Weil das, was die machen, ist und bleibt Meinungsmache. Ich fühle mich von Michael Adrian total ausgegrenzt. Ich möchte nochmal herausheben, dass Miguel Pablo über Wochen so getan hat, als wäre er homosexuell für Klicks. Und ich, lieber Stay, möchte an dieser Stelle nochmal hervorheben, dass es immer noch nichts zur Sache tut. Wird etwas vorgeworfen, dann äußere ich mich dazu, dann werde ich gesperrt. Ja, aber du äußerst dich ja dazu mit Material, das dir nicht gehört. Die Sache ist, dass ich doch nicht diesen Claim an sich kritisiere, ich kritisiere die Grundproblematik. Er macht Insta-Stories, verlinkt mich, postet in der ersten Story das, was er mir privat geschrieben hat, verlinkt mich 20 Mal in Instagram-Stories, ruft mich, bettelt um meine Hello, dann antworte ich dem und dann werde ich gestrikt. Es kann doch gar nicht sein, dass ich mich dann in so einem Fall nicht an... Zumal ich das nicht verstehe, also ich verstehe irgendwas nicht ganz... Ja, Dinge können geclaimt werden. Wenn es jetzt aber bei einer Insta-Story ist und du verlinkst jemanden, dann du verlinkst ihn ja nicht ohne Grund, sondern du verlinkst ihn, damit er auf dich reagiert. Und ein ABK reagiert auf diesen Michael Adrian und er strikt das Video. Obwohl er doch wollte, dass du drauf reagierst. Das verstehe ich einfach nicht. Und ich denke, das ist einfach das, worum es auch geht. Und Stay versteht das nicht. Weißt du, ich habe kein Problem mit Stay. Weil ich gucke auch gerne mal in seinen Stream rein. Danke für den Follow, homosexuell. Ich habe kein Problem mit Stay, aber ich verstehe nicht, warum er das nicht checkt. So diese Hauptproblematik, würde ich sagen. An seinem Bildmaterial da bedienen darf. Also wird mir quasi mein Recht darauf, mich zu äußern, zu einer Sache, die mir vorgeworfen wird, einfach so entzogen. Ich wiederhole, das ist nicht korrekt. Und ich, lieber Stay, wiederhole an dieser Stelle, dass du immer noch nichts verstanden hast. Führerstudium. Ich weiß das noch aus dem Jurastudium. Es fehlen eigentlich noch zwei Prüfungen. Hä? Warte. Entschuldigen Sie? Ja, bitte? Wüssten Sie vielleicht, wo der Sinn ist? Nee, den habe ich auch nicht gefunden. Tut mir leid, überhaupt nicht verstanden. Alles klar. Und ein Mob auf jemanden schickt genau das, was er nicht will, eine Army. Also, wo hab ich denn jetzt einen Mob? Stay, ich habe niemanden dazu aufgefordert, deine Videos zu disliken oder irgendwas zu kommentieren. Ich bin weder Vormund, noch Betreuer oder sonst eine zu verantwortende Person und stehe demnach auch nicht
in einem juristischen Verhältnis zu der ABK Army. Trotzdem liebe ich euch, Wunder. Man muss halt trotzdem sagen, also, wenn man ein Video gegen jemand macht, zielgerichtet, dann schickt man eigentlich automatisch seine Army auf denjenigen YouTuber los. Das ist eigentlich immer so. Und wenn du halt ein Video machst, wo du sagst, geht mal bitte dorthin und bewertet das mal schlecht, oder geht mal bitte dorthin und zu dem Restaurant, ich bin auch mit dort, dann schickst du ja schon, also je nachdem, auf was das jetzt bezogen ist, wenn es jetzt nur auf Stay bezogen ist, ist es jetzt vielleicht nicht so schlimm, aber wenn jetzt auf dieses Restaurant, bei dieser Restauranteröffnung, finde ich das schon relativ problematisch, was ABK gemacht hat. Aber ansonsten sehe ich auch ABK natürlich im Recht, was das Ganze angeht. Stay finde ich echt krass, dass du jetzt auch so Spendenaktionen machst, 1000 Euro dann spendest, Barber-Aktionen, aber trotzdem mag ich dich nicht, total unsympathisch und arrogant. Hat alle Videos über ihn online gelassen. Miguel Pablo stand wenigstens zu seinem Fehler, hat alle Videos online gelassen. Und übrigens, gerade verglichen, jemand, der vorgibt, homosexuell zu sein, damit den Vergleich aufgesetzt sozusagen. Also guck mal, du bist nicht so wie Miguel Pablo. Miguel Pablo, der Vergleich, ja. Oh, Stay, aber eine Sache muss ich jetzt wirklich zugeben. Ich glaube, an dir ist wirklich ein echt guter Politiker verloren gegangen. Weil du hast ein krasses Talent dafür, Dinge dermaßen falsch in den Zusammenhang zu bringen. Weißt du, was nicht clever war an der ganzen Sache? Ein Video über mich zu machen. Oh, die Drohung. Bin ich aber mal gespannt. Vielleicht werde ich ausradiert. Findest du witzig, ne? Das Video ist jetzt... Ist das wirklich so? Alter, ist das wirklich so? Warte ganz kurz. Was hat er auf Twitter geschrieben? Das ist ein öffentlicher Kommentar. Ich bin aktuell leider Ziel massiver verbaler Angriffe und möchte klarstellen, dass ich natürlich kein Video habe sperren lassen. Wie soll ich sowas auch machen? Denn ich habe ja nicht mal ein YouTube-Netzwerk. Kommentare sind deaktiviert. Das Video ist jetzt rausgekommen und jetzt wird heftig reingedisliked. Oh Gott, das ist halt nicht meine Community, muss ich hinzufügen. Boah, du hast die Nase gekackt. Du hast Angst. Das war sehr gut. Ich stimme in keinem Punkt, glaube ich, zu. Es geht jetzt Ironie. Der Beef geht einfach weiter. Einzubauen, eher fehl am Platz. Dadurch. Ja, Miguel Pablo stand zu seinen Fehlern. Ja, klar, war zwar alles geheuchelt, aber egal. Tobi, ich sehe es genauso. Ich finde tatsächlich, das werde ich nicht sagen, ich finde, Miguel Pablo steht nicht zu seinen Fehlern. Würde er zu seinen Fehlern stehen, wäre er selber auf den Trichter gekommen, um von sich aus zu sagen, hier, das war ein Experiment oder das war ein Fehler. Aber er hat erst dann sich entschuldigt, 3 Monate später, als das aufgeflogen ist, das Ganze. Deswegen ist das für mich persönlich, kannst du eigentlich nicht so nennen. Also auch als ein Stay kannst du das nicht als Punkt nehmen. Ja, dass du so beendet hast, ja, wie ich du mir über mein Video gezogen hast, möchte ich das an dieser Stelle selbstverständlich gerne auch machen. Aber natürlich, so wie man mich halt kennt, auf einem qualitativ höheren Level als du. Einfach zusammenfassend zu deinem Video kann ich sagen, hast du nichts verstanden oder Katastrophe. Also ich fand's ganz nice, wirklich. Das Video hat mir gut gefallen. Ey, da hat sogar Dude mit Maske ganz oben verlinkt. Ey, Dude mit Maske. Du hast es einfach geschafft, Bruder. Du wurdest ganz oben verlinkt. Du wurdest einfach ganz oben verlinkt bei diesem Video. Er hat es geschafft, Leute. Nicht mal ich habe das hinbekommen. Und das, obwohl ich mit ABK eigentlich noch ganz cool bin. Wildes Ding. 120 von gestern, Nummer 90. Ja. Ist schon eine krasse Sache. Ey, Dude in Maske wird jetzt der neue Simplicissimus.